1853 in Ninive im heutigen Irak. Im Camp des Archäologen Austin Henry Layard herrscht Aufregung. Seit Jahren gräbt der Brite die Residenz der Assyrer aus. An jenem Tag hat einer seiner Arbeiter im Königspalast einen einmaligen Fund gemacht. Unter dem Schutt der Vergangenheit liegt der Eingang zu einem großen Raum. In Wandnischen und auf dem Boden tausende von Tontafeln, viele davon zerbrochen. Kein Zweifel, die Überreste einer herrschaftlichen Bibliothek. Erbaut von König Assurbanipal vor über 2600 Jahren. Einige Tafeln fallen besonders auf. Sie sind auf beiden Seiten eng beschrieben und in mehrere Spalten untergliedert. Henry Layard identifiziert die fremdartigen Zeichen als Keilschrift, doch lesen kann er sie nicht. Aber er hofft, dass die Botschaften Aufschluss geben über das Leben der Assyrer. So schickt der Forscher die Tontafeln zu einem Schriftexperten nach London. Die kostbare Fracht birgt eine explosive Geschichte, die in die Zeit der Sumerer weit vor den Assyrern führt. Das britische Museum wird zum Schauplatz einer wissenschaftlichen Entdeckung, die Gelehrte aus aller Welt in Staunen versetzt. Ausgerechnet der Autodidakt George Smith entziffert das Dokument aus Ton. Der einstige Banknotenstempelschneider beherrscht die Keilschrift wie kaum ein anderer. Das Erste, was der junge Mann im Herbst 1872 herausfindet, ist der klangvolle Name eines Königs. Er lautet Gilgamesch. Nach und nach offenbart sich dem genialen Engländer eine sagenhafte Erzählung aus dem alten Orient. Der gut aussehende Gilgamesch stammt aus edlem Geblüt. Ein Draufgänger, doch mit zweifelhaftem Charakter. Das eigene Wohlergehen, Luxus und ausschweifende Orgien gelten ihm mehr als Herrscherpflichten. Seine Untertanen behandelt er wie Sklaven. Rücksichtslos nimmt er sich, was ihm in den Sinn kommt. Auch das Recht der ersten Nacht mit jeder Braut. Ob die insgesamt 11 Tafeln von einem historischen Herrscher erzählen, darüber streiten Fachleute. In London arbeitet seit 16 Jahren der Altorientalist Andrew George an der Lösung des Rätsels. Es gibt großen Streit, ob es König Gilgamesch tatsächlich gegeben hat. Das erinnert an den Streit um König Artus, um den sich auch eine Menge Mythen ranken. Wir haben noch keine Beweise gefunden, dass Gilgamesch gelebt hat, aber es könnte durchaus sein. Das Gilgamesch-Epos ist das älteste poetische Werk der Menschheit. Über 2 Jahrtausende von unterschiedlichen Autoren immer wieder niedergeschrieben. Ein riesiges Puzzle aus Bruchstücken. Die Rekonstruktion der weit über 3000 Verse in Keilschrift, eine Lebensaufgabe. Der britische Gelehrte suchte überall auf der Welt nach bislang unbekannten Textfragmenten. 2 Drittel Gott, 1 Drittel Mensch. So charakterisiert den König von Uruk ein genialer Schreiber um 1200 vor Christus. Sin Leke Unnini galt lange Zeit als erster Autor des Gilgamesch-Epos. Das abenteuerliche Leben des Herrschers war schon damals Legende und wurde jahrhundertelang mündlich überliefert. Uninis Fassung wurde zunächst als Tatsachenbericht verstanden, ein Irrtum. Er bezog sich auf eine ältere Version von etwa 1800 vor Christus. Dabei schildert der Schreiber die Geschichte eines furchtlosen Mannes, der seine Kräfte mit der ganzen Welt messen will und nach Unsterblichkeit strebt. Der selbstherrliche Liebling der Götter glänzt vor allem durch einen rohen Charakter. Selbst beim Ballspiel drischt er gnadenlos auf seine Gegner ein. Die Erzählung legt nahe, der Gebieter über die Menschen von Uruk ist ein sadistischer Tyrann. Seine Härte kennt keine Grenzen. Als die Untertanen keinen Ausweg mehr sehen, beschweren sie sich bei den himmlischen Mächten. Die Hilfe von oben lässt nicht lange auf sich warten. Wie aus dem Nichts betritt Enkidu die Bühne des Geschehens. Ein Wesen, das mit der Natur im Einklang lebt. Eine Dirne verführt Enkidu 7 Tage lang, bis ihm die Wildnis fremd wird. Dann bringt sie ihn in die Stadt, damit er Gilgamesch die Stirn biete.
Die Residenz des Königs lag im Süden des heutigen Irak, in Mesopotamien. Dort, zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, erstreckte sich das Reich Sumer mit der Metropole Uruk. Die beiden Lebensadern garantierten in der Regel üppige Ernten und Nahrung im Überfluss. Während der häufigen Überschwemmungen aber litt die ganze Region Not. Bei starken Niederschlägen drangen Wasserfluten in die riesige Ebene, die alles unter sich begruben. Ein ständiger Kampf gegen die unwirtliche Natur. Doch die Sumerer fügten sich nicht in ihr Schicksal. Stattdessen erfanden sie ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das die Versorgung der Felder zu jeder Jahreszeit gewährleistete. Sie ernannten Wasserwächter, die das Kanalnetz ständig warteten. Da die Männer ihre Felder nicht mehr selbst bestellen und das Nutzvieh versorgen konnten, führten andere die Aufgaben für sie aus. Arbeitsteilung hieß fortan die Devise. Damit entwickelte sich ein soziales Gefüge, in dem jeder ausreichend Kleidung und Nahrung erhielt. Im syrischen Damaskus unterhält das Deutsche Archäologische Institut eine Außenstelle. Für Dr. Margarete van Ess ein Ausweichquartier. Die Archäologin verantwortet seit fast 20 Jahren die Grabung in Uruk. Im Januar 2007 trifft sie im DAI-Büro einen irakischen Kameramann. Er soll den aktuellen Zustand der archäologischen Stätte im Krisengebiet dokumentieren. Seit Ausbruch des Krieges im Irak ist das Areal verwaist. Ein Paradies für Plünderer. Der Auftrag ist also brisant, selbst für einen Einheimischen, der um die Gefahren in der einsamen Wüstenregion weiß. Uruk vor rund 4600 Jahren. Gilgamesch und Enkidu stehen sich in einem Zweikampf gegenüber. Anlass ist das vermeintliche Recht des grausamen Herrschers, jede Braut vor dem Vollzug der Ehe zu entjungfern. Dem Wollüstigen versperrt der empörte Enkidu den Zugang zum Hochzeitshaus. Vom Kräftemessen der beiden Männer berichtet die zweite Tontafel des Epos. Eine Schlüsselszene, in der Gilgamesch zum ersten Mal Grenzen gesetzt werden. Und eine Mahnung an den Regenten, die ihm verliehene Macht nicht zu missbrauchen. So bedeutsam die Episode für den Fortgang der Handlung auch sein mag, Hinweise auf historische Fakten liefert sie nicht. Bis zum Morgengrauen dauert das Ringen. Einen Sieger gibt es nicht. Erschöpft schließen die zwei gleich starken Recken Freundschaft. Enkidu, den die Götter geschickt haben, um Gilgamesch in die Schranken zu weisen, wird fortan sein ergebener Gefährte. Das Institut für Altorientalistik an der Universität Heidelberg. In der renommierten Akademie erforscht Professor Stefan Maul die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Vorstellungen, die den Hintergrund zum Mythos von Gilgamesch bilden. Der Assyriologe glaubt, hinter Enkidu steckt mehr als nur ein Wilder. Enkidu ist eine Figur, die in gewisser Weise auch den Weg der Menschheit skizziert, von der Natur in die Kultur. Gilgamesch und Enkidu leben fortan in einer Symbiose, in einem Verhältnis, das auch körperliche Liebe einschließt. Und in Uruk regiert plötzlich ein Zweiergespann, der Anfang von Ruhm und Ansehen der Stadt. Zu den frühen Errungenschaften gehört die Erfindung der Töpferscheibe. In großem Stil fertigten Handwerker Keramikgefäße für den täglichen Gebrauch. Die erste Massenfabrikation der Weltgeschichte zog wieder neue Berufe nach sich: Händler, Verwalter und Lagerarbeiter. Der wachsende Wohlstand lockte immer mehr Menschen aus den Dörfern in die Hauptresidenz. Die steigenden Zahlen erhoben Uruk zur Mutter aller Metropolen. Anfang des 3. Jahrtausends vor Christus lebten dort zwischen 30.000 und 60.000 Einwohner. Für den Transport der Güter erdachten die Kaufleute ein Zeichensystem, das zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit werden sollte. Händler transportierten ihre Waren in Tongefäßen, die mit einem Deckel aus Tuch verschlossen wurden. Das Ganze versiegelten sie anschließend mit einem Tonklumpen, eine Maßnahme zum Schutz gegen Verschmutzung und Diebstahl.
Irgendwann kam ein Buchhalter auf die Idee, einfache Symbole in das feuchte Etikett zu drücken, um Inhalt und Menge auszuweisen. Damit entfiel das Öffnen der Ware zu Kontrollzwecken. Das frühe Verwaltungssystem ergänzten entsprechende Lieferlisten, die Geburtsstunde der Schrift. Die Keilschrift hat als Bilderschrift begonnen, die von Buchhaltern Ende des 4. Jahrtausends vor Christus erfunden wurde. Allmählich verwandelte sie sich in eine schematischere Schrift, schlichtweg, weil es einfacher war, mit dem Griffel kleine Keile in den Ton zu drücken, als Bildchen zu zeichnen. So verschwanden die Bilder. Ein Schamdreieck bedeutete Frau. Drei Dreiecke standen für Berge. Als Kombination hieß das Frauen aus den Bergen, gemeint waren Sklavinnen. Später wurden die Zeichen quergestellt, um schneller schreiben zu können. Erst im Lauf der Jahrhunderte kamen Zeichen für Laute und Silben hinzu. Endlich war es den Sumerern möglich, auch gesprochene Sprache niederzuschreiben. Bis dahin überlieferten Geschichtenerzähler alles Wissenswerte. Sie fesselten ihr Publikum mit Fakten, Mythen und Legenden. Auch das Epos von Gilgamesch war als mündlicher Vortrag gedacht. Eines ihrer ersten Abenteuer bringt Gilgamesch und Enkidu zum Zedernwald der Götter. Vom Zweistromland bis zu den Bergen des Libanon dauert die Reise 3 Monate. Den Männern steht eine große Aufgabe bevor. Es gilt, den Dämon Humbaba, den Wächter der Bäume, zu überwinden. Erst dann können sie die begehrten Stämme fällen, die in Sumer nicht wachsen, die sie aber für ihre Tempel und Paläste benötigen. Jede Nacht bewacht Enkidu seinen König, den Albträume plagen, weil er sich vor dem Kampf mit dem Riesen fürchtet. Doch der treue Freund kann den mutlosen Machthaber kaum trösten. Ihm bleibt nur, die Götter von Uruk um Hilfe zu bitten. Shamash, der Herr der Sonne, schaltet sich ein. Er rät zur Eile und empfiehlt eine schnelle Attacke gegen Humbaba. Die Reisenden ziehen sofort weiter und schaffen die enorme Wegstrecke in nur 2 Wochen. In ausgeschmückten Versen schildert die 5. Tafel die blutige Auseinandersetzung mit dem Ungeheuer. Listig locken die Helden den Kraftprotz aus dem Wald, wo ihnen von den Göttern gesandte Stürme lähmen. Nach erbittertem Kampf stirbt Humbaba durch das Schwert von Gilgamesch. Den Leichnam zerfetzt Enkidu wie ein wildes Tier. Dann fällen die Eindringlinge Zedernbäume und schaffen sie in die Heimat. Im Altertum dehnten sich die Zedernwälder vom Libanon bis ins heutige Syrien aus. Der Export des seltenen Holzes brachte den Herrschern in der gesamten Region großen Wohlstand. Auch die einstige Handelsstadt Ebla profitierte damals vom Bauboom im Vorderen Orient. Die Archäologin Margarete van Ess kennt die wechselvolle Geschichte der Ruinenstädte. In der Episode vom Raub der Zedernbäume sieht sie einen handfesten Hinweis auf historische Gegebenheiten. Die Archäologen hier haben festgestellt, dass in der Zeit um 2600, 2500 eine Urbanisation des Ortes stattgefunden hat. Es werden große Gebäude angelegt, die Leute werden offensichtlich reicher. Und in dieser Phase gibt es ausgesprochen intensive Kontakte zu Mesopotamien, was sich vor allem an Fundmaterial feststellen lässt, das hier im Königspalast gefunden worden ist. Fest steht, als rohstoffarmes Land musste Sumer nicht nur Holz vom Libanongebirge einführen, sondern auch Silber, Kupfer, Lapislazuli und Gold aus weit entfernten Reichen. Ohne die vielen Importe hätte Uruk seine Pracht niemals entfalten können. Vielleicht können die Ausgräber eines Tages ihre Forschung vor Ort wieder aufnehmen. Die Bilder des irakischen Kameramanns machen deutlich, die Zeit drängt. Selbst der Expertin fällt es schwer, die einzelnen Bauten wiederzuerkennen. Die mühsam freigelegten Überreste halten der fortschreitenden Erosion nicht mehr lange stand. Die Arbeit von Jahrzehnten droht im Schutt zu versinken. Für Archäologen zählt Uruk zu den größten Herausforderungen.
Die Siedlungsschichten aus 4 Jahrtausenden können zwar datiert, aber ohne eindeutige Funde keinem Regenten zugeordnet werden. Das Gebiet umfasst mit 5,5 Quadratkilometern eine riesige Fläche, knapp 3-mal so groß wie Monaco. Doch erst ein Hundertstel ist ausgegraben. Einzigartige Aufnahmen der Kampagne von 1963 lassen erahnen, wie eindrucksvoll die Architekten der Sumerer Tempel und Paläste geplant und gebaut haben. Eine Fundgrube, hätten Wind und Wetter den Lehmziegeln nicht massiv zugesetzt. Im Zentrum der Anlage ragt ein Hügel zum Himmel empor. Die Reste eines Tempelturms, einer sogenannten Zikkurat. Überall in Mesopotamien dienten sie als Heimstatt der Götter. Das Pantheon der Sumerer, eine Versammlung weiblicher und männlicher Gottheiten. Über Uruk wachte die schöne Inanna Ishtar, die Herrin der Liebe und Fruchtbarkeit, des Krieges und des Todes. Ihr allein widmete Gilgamesch den höchsten Tempel der Stadt. So steht es im Epos. Hoch zum Eanna, dem Sitz der Göttin Ishtar, ein Bauwerk, das kein König nach ihm zu bauen verstand. Als Gilgamesch nach dem Sieg im Zedernwald nach Hause zurückkehrt, bereitet er sich auf das alljährliche Fruchtbarkeitsritual vor, die heilige Hochzeit. Gemäß der Tradition vollzog der König dabei den Geschlechtsakt mit einer jungfräulichen Priesterin, die im Tempel auf ihn wartete. Die Zeremonie, ein Symbol für die Erneuerung der Natur. Doch dieses Mal schlägt das Schicksal plötzlich zu. Inanna Ishtar erscheint, entbrannt in leidenschaftlicher Glut. Die Göttin selbst möchte den Helden verführen und zum Ehemann nehmen. Von dem unerwarteten Antrag aber will der stattliche Galan nichts wissen. Er verweigert sich. Die betörende Frau kann es nicht fassen. Seine Worte treffen sie hart. Welchen deiner Liebhaber hast du für lange geliebt? Erst hast du sie verführt, dann geschlagen und verhext. Wenn ich mich dir hingebe, wird es mir ebenso ergehen. Nichts kann den überheblichen Herrscher reizen. Voller Zorn verschwindet Ishtar. Gilgameschs Frevel aber bleibt nicht folgenlos. Das ist natürlich in der 6. Tafel des Gilgamesch-Epos der Aufschrei des Menschen gegen den Gott. Ganz sicherlich Gilgamesch in seiner ganzen Selbstüberschätzung vielleicht verflucht die Göttin. Die Rache kommt prompt. In ihrer Ehre tief getroffen, schickt Ishtar Enkidu ein schweres Fieber und lässt ihn sterben. Gilgamesch stimmt ein Klagelied an, das bis zu den Göttern dringt. Zum ersten Mal im Leben spürt der selbstherrliche Monarch die Endgültigkeit des Todes. Tagelang wacht er neben der Leiche. Erst als Maden aus dem Körper kriechen, ordnet er für Enkidu eine würdevolle Bestattung an. Bald darauf entledigt sich der verzweifelte König der Insignien seiner Macht und beschließt, unsterblich zu werden. Er lässt alles zurück und macht sich auf die Suche nach Utanapishti, dem einzigen, der ihm dabei helfen kann. Entschlossen nimmt Gilgamesch den weiten Weg in Angriff. Nach damaliger Vorstellung muss er bis ans Ende der Welt wandern und eine Reihe gefährlicher Prüfungen bestehen. Schließlich erreicht er am östlichen Rand der Erde den Zwillingsberg Mashu, auf dem der Himmel ruht. Mittendrin ein dunkles Loch, das Tor zur Sonnenbahn. Mutig nähert sich der Held dem Eingang. Er muss den Tunnel durchqueren, auf dem Pfad, den auch die Sonne nimmt. Dabei darf ihn das Gestirn nicht überholen, sonst verbrennt er zu Asche. So steht es im Epos. Forscher sehen darin sogar Hinweise auf das Weltbild der Sumerer. Ihr Reich lag zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Das Ende der Welt markieren die Gebirge zum Iran und Libanon. Durch die beiden höchsten Berge läuft ein langer Tunnel. Aus einem Ende taucht die Sonne morgens auf, im anderen verschwindet sie abends wieder. So die Vorstellung. Darüber wölben sich die 7 Himmel der Götter. Das Reich der Toten aber ist eine eigene Parallelwelt und liegt tief im Bauch der Erde. Noch weiter unten breitet sich der Süßwasserozean aus, der Quellen und Flüsse speist. Das Meer des Todes umschließt das bekannte Universum.
Vor fast 5000 Jahren eine visionäre Sichtweise, die auch noch bei den Babyloniern im 6. Jahrhundert vor Christus gültig war. Als Gilgamesch das Meer des Todes erreicht, kommt er allein nicht mehr weiter. Zuerst besiegt er mythische Wesen aus Stein. Dann zwingt er den Fährmann, ihn auf die Insel jenseits des Gewässers überzusetzen. Der König will zu dem uralten Utanapishti, dem Weisesten aller Weisen, dem einzigen Menschen, der jemals Unsterblichkeit erlangte. Seine Geschichte erzählt von einer gewaltigen Überschwemmung. Das Ereignis gehört noch immer zu den großen Rätseln der Menschheit. Als der Gelehrte George Smith das Gilgamesch-Epos übersetzt, stößt er auf jene Passage, die das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Ein uralter Mann und seine Frau überlebten als einzige eine Strafe der Götter, eine große Flut. Der Forscher gerät in Panik, denn die Ähnlichkeit zum biblischen Noah und der Sintflut ist offensichtlich. Teilweise wörtlich nimmt die Dichtung die schreckliche Naturkatastrophe aus dem Alten Testament vorweg. So steht auf der 11. Tafel geschrieben: Doch als der 7. Tag anbrach, holte Utanapishti eine Taube hervor und ließ sie frei. Die Taube flog, doch kam sie zurück. Er holte eine Schwalbe hervor und ließ sie frei, doch kam sie zurück. Er holte einen Raben hervor, der Rabe flog und kam nicht wieder zurück. Utanapishti und seine Frau überlebten, weil sie auf Geheiß des Himmels eine Arche bauten. Als die Wasser zurückgingen, strandete sie auf einem Berg. Die Übereinstimmung der Texte wirft 1872 die Frage auf, ob der Bibeltext aus dem Epos abgeschrieben ist. Für die Kirche wäre dies untragbar. Inzwischen haben Experten die Frage geklärt. Im zweiten Jahrtausend vor Christus war das Gedankengut der Babylonier in den Ländern rund ums östliche Mittelmeer bekannt. Denn überall dort gab es Keilschrift. Da sie anhand babylonischer Texte erlernt wurde, gab es die babylonische Kultur quasi gratis dazu. Deshalb finden wir Gilgamesch-Kopien aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus in Israel, Syrien und Anatolien. 1927 grub der Archäologe Leonard Woolley in der sumerischen Stadt Ur im Süden des heutigen Irak. Eines Tages stieß der Engländer tief im Erdreich auf eine über 3 Meter dicke Lehmschicht. Sie zeigte weder Spuren einer Besiedlung noch Fossilien. Der Hinweis auf eine Überschwemmung. Im Geologischen Institut der Universität Marburg beschäftigen sich Wissenschaftler schon lange mit dem auffälligen Befund. Vor wenigen Jahren führte der Deutsche Helmut Brückner Erdbohrungen in Uruk durch, etwa 80 Kilometer von Ur entfernt. Auf den Fotos mit den Proben kann er die gleiche Schicht ausmachen, die damals schon Leonard Woolley festgestellt hat. Unter Windablagerungen liegt die jüngste Siedlungsschicht mit Spuren menschlicher Bebauung. Darunter folgt ein breites Band aus Sedimenten, die von einer Flut stammen. In etwa 10 Metern Tiefe schließt sich eine weitere Besiedlungsschicht an. Für den Geografen ist der Längsschnitt durch das Erdreich eine klare Sache. Wir haben ganz unten in den tiefsten der Bohrkerne, wir sind bis 17 Meter tief gekommen, haben wir immer diesen sehr homogenen Sand, den wir als Dünensand deuten. Und darüber haben wir eindeutige Flutschichten, also Schichten, wo wir wissen, dass wahrscheinlich Euphrat und Tigris über die Ufer getreten sind und sich also diese fluvialen Sedimente, wie wir das nennen, also Flussablagerungen, dort akkumuliert haben. Für Helmut Brückner kein Zweifel. Mindestens eine große Flut im Reich der Sumerer lässt sich wissenschaftlich belegen. Also eine große Flut könnte man erklären dadurch, dass das Land ja sehr, sehr flach ist. Wenn wir bedenken, dass wir so ein katastrophisches Szenario mal stricken, dass wir etwa Windstau haben auf dem arabisch-persischen Golf, dass wir sozusagen einen Südwind haben, dass wir starke Niederschläge in den Einzugsgebieten von Euphrat und Tigris und Karun, der dritte Fluss wird meist vergessen, auch haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass es da zu Riesenüberflutungen kommt. Und da könnte man sozusagen ein Jahrtausend oder Jahrzehntausend Ereignis sich schon gut vorstellen. Derartige Ausnahmekatastrophen blieben im Gedächtnis der Menschen haften.
Das beweist das Gilgamesch-Epos. Auch der Herrscher von Uruk will alles über die Sintflut erfahren und über das Geheimnis der Unsterblichkeit. Doch Utnapishti beschimpft ihn als selbstsüchtigen Versager. Die Sintflut war ein einmaliges Ereignis. Als die Götter merkten, dass Utnapishti überlebt hatte, hatten sie keine andere Wahl und machten ihn unsterblich. Utnapishti sagt zu Gilgamesch, wer wird für dich die Götterversammlung einberufen? So etwas wird nie wieder stattfinden. Gilgamesch erhält eine Lektion. 7 Tage und Nächte soll er wach bleiben. Doch schon bald schläft er tief und fest. Jeden Tag legt Utnapishtis Frau ein frisches Brot neben das Lager. Der Held merkt es nicht. Wenn er aber nicht einmal den Schlaf, den kleinen Bruder des Todes, bezwingen kann, wie will der König aus Uruk dann jemals Unsterblichkeit erlangen? Zum Trost verrät ihm der Weise, wo das Kraut ewiger Jugend wächst. Doch wieder versagt der Herrscher. Eine Schlange schleicht sich heran. Sie riecht den betörenden Duft der kostbaren Pflanze. Von der leisen Gefahr ahnt der Weltreisende nichts. Er hat sich nach der Anstrengung, das seltene Gewächs aus dem Süßwasserozean zu ergattern, zur Ruhe gebettet. Das Reptil frisst das Zaubermittel, wirft sogleich die Haut ab und verjüngt sich. Gilgameschs Träume scheinen für immer verloren. Doch dann wendet sich das Blatt. Was Gilgamesch gefunden hat, war nicht Unsterblichkeit, sondern Weisheit. Er hat etwas über sich selbst und über das Menschsein gelernt. Das hat er mit zurück nach Uruk genommen. Nachdenklich kehrt der Gebieter von Uruk in seine Heimat zurück. Hinter ihm liegt der schwere Weg der Erkenntnis. Vor ihm seine eigentliche Bestimmung, seine Untertanen zu schützen und zu versorgen. Aus dem Tyrannen, der den Göttern gleichgestellt sein wollte, wurde ein guter Hirte, wie das Epos erzählt. Gilgamesch hat begriffen, dass er wie alle anderen Menschen sterben muss und nur durch große Taten Unsterblichkeit erlangen kann. Und damit beginnt er sofort. In einem gigantischen Bauprojekt setzt er seine Vision von einer blühenden Stadt um. Milliarden von Lehmziegeln lässt er anfertigen. Alle Arbeiter des Reiches schuften im Akkord. Gebäude um Gebäude entsteht, aus dem Material, das Mesopotamien berühmt machte. Doch das Glanzstück ist eine Schutzmauer, die rund um Uruk verläuft. Über 11 Kilometer lang und 9 Meter hoch soll der Wall gewesen sein. Die größte Stadtmauer des Altertums. Ein Weltwunder. Den Nachweis, ob Gilgamesch tatsächlich der Bauherr war, konnten Archäologen bisher nicht erbringen. Doch die verwitterten Fundamente der längst zerstörten Mammutarchitektur sind selbst nach 5000 Jahren noch deutlich zu sehen. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass der Ruhm von Gilgamesch sich auf den Bau dieser Stadtmauer begründet, ja. Es ist wirklich einfach die längste Stadtmauer, die wir kennen und auch die imposanteste aller Wahrscheinlichkeit nach, weil sie sehr stark gegliedert war. Und das wird die Leute beeindruckt haben. Imposant und einzigartig. Das Epos preist Uruk in überschwänglichen Zahlen. 3600 Morgen sind die Häuser, 3600 die Palmgärten und 1800 Morgen Ishtars Tempel. 1936 beauftragte die Deutsche Orientgesellschaft Archäologen mit der Ausgrabung der massiven Mauer. Was sich aus dem Sand schälte, übertraf alle Erwartungen. Alle 9 Meter erhob sich ein Ausbau, alle 100 Meter ein Wachturm. Die Forscher konnten das Bollwerk aus Lehmziegeln sogar datieren, und zwar zwischen 2900 und 2600 vor Christus. In jene Epoche verweist eine sumerische Königsliste, auf der auch der Name Gilgamesch geschrieben steht. Der einzige archäologische Beleg für den Herrscher. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gilgamesch, ein früher König Uruks, um den sich allerhand Sagen dann ranken, tatsächlich eine historische Persönlichkeit gewesen ist,
Wir halten das für wahrscheinlich. Bereits vor dem Bau des Schutzwalls wuchs Uruk aus zwei getrennten Siedlungen zusammen. Die Wiederherstellung der durch die Sintflut zerstörten Tempel aber erfolgte erst unter Gilgamesch. So zumindest vermittelt es das Epos. Schon bald avanciert Uruk zur quirligen Megacity. Als Wirtschaftsmacht reicht ihre Bedeutung weit über die Grenzen hinaus. Die Stadt genießt damals Weltruhm. Dort, wo heute triste Schutthügel und trockene Böden das Landschaftsbild prägen, gedieh einst ein Garten Eden mit Palmenhainen, Blumen und Feldern. Wie alte Quellen berichten, lief mitten durch die ausgedehnte Stadt ein Arm des Euphrat, der mit seinen vielen Kanälen den Ort zur Oase machte. Vor 6 Jahren begann der Deutsche Jörg Fassbinder, ein Magnetogramm des gesamten Geländes zu erstellen. Dazu steckt der Geophysiker Quadrate von jeweils 40 mal 40 Metern ab. Mit Hilfe der Daten will er das Aussehen der Residenz vor Jahrtausenden rekonstruieren. Der Spezialist benutzt ein Hightech-Gerät, das selbst geringste Störungen im Erdmagnetfeld aufzeichnet. Die unscheinbare Apparatur reagiert auf magnetische Metalle äußerst sensibel. Deshalb bestehen das Trägergerüst aus Holz und die Schrauben aus Silber. Die aufwendige Prozedur erlaubt den Wissenschaftlern, tief in den Boden hineinzuschauen, ohne den Spaten in die Hand zu nehmen. Jeder Boden hat eine natürliche Schichtung. Ist die gestört durch den Menschen? Durch irgendeinen Eingriff in den Boden hat jemand reingeschaufelt, wann auch immer, die letzten 5000 Jahre, dann ist diese Schichtung gestört und auch das Magnetfeld. Das Präzisionsgerät zeigt noch den 50-millionstel Teil des Magnetfeldes an. Die Handhabung der schweren Ausrüstung, eine Sklavenarbeit. Pro Tag lief der Geophysiker 30 Kilometer in glühender Hitze. Doch die Mühe hat sich gelohnt und brachte eine Sensation. Die gemessenen Segmente bestätigen die Angaben aus dem Altertum. Wie das Gesamtbild zeigt, durchzog das pulsierende Uruk tatsächlich ein Netz von Wasserläufen. Nicht nur kleine Kanäle zur Bewässerung der Felder und Gärten, sondern auch breite Wasserstraßen führten durch die Handelsmetropole. Das heißt, in Uruk gab es vermutlich sogar Schiffsverkehr. Aufgrund der magnetischen Messungen, die wir da 2001 und 2002 in Uruk angestellt haben, müssen wir doch unser Bild der Stadt ganz gewaltig revidieren. Also ich würde sie mir inzwischen viel grüner vorstellen, eben viel stärker von Wasserläufen durchzogen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und wenn man dann sich noch die Umgebung anguckt der Stadt, wir wissen zum Beispiel, dass ein Kanal um die Stadt herum geflossen ist, dass von diesem Kanal viele Kleinstkanäle in die Felder gegangen sind, dann muss das eine sehr grüne Situation gewesen sein. Zusätzliche geologische Bohrungen lieferten dasselbe Resultat und nebenbei auch die Erklärung für die seltsamen Erhebungen. Es sind verhärtete Ablagerungen am Grund der Kanäle. Anders als der weiche Ackerboden widerstanden sie der Erosion und kamen im Lauf der Jahrhunderte allmählich zum Vorschein. Der wissenschaftliche Nachweis: eine Sternstunde der Archäologen. Erneut stellen sie eine Übereinstimmung zwischen der Beschreibung im Epos und den historischen Gegebenheiten fest. Sich Wasser so erfolgreich nutzbar zu machen wie die Sumerer, zeugt von ihrer einzigartigen Ingenieurskunst. Eine revolutionäre Leistung. Wenn man sich vorstellt, wie es vor 4.000-5.000 Jahren ausgesehen hat, eine mit Kanälen durchzogene Stadt, dann könnte man fast sagen, man hat ein Venedig in der Wüste vor sich liegen. In unmittelbarer Nähe machten die Experten einen überraschenden Fund. Im Flussbett haben wir dann noch eine Struktur entdeckt, eine kastenförmige Baustruktur, die jetzt zwar nicht zu erwarten wäre. Entdeckt hat das Messgerät die auffällige Struktur außerhalb der Stadtmauer. Ein schwarzes Rechteck, mitten im frühzeitlichen Flusslauf. Das 7 bis 9 Meter lange Bauwerk besteht aus gebrannten Ziegeln. Ein Indiz, dass das Gebilde haltbar sein sollte. Warum auch immer.
Der tonnenschwere Trumm blieb von den Forschern unbeachtet. Doch dann erschien in Genf die Übersetzung eines bislang unbekannten Textes über König Gilgamesch. Die Geschichte, die der Sumerologe Antoine Cavigno entdeckte, ist fast 1000 Jahre älter als das berühmte Epos von Unini. Die Verse beschreiben die Beerdigung des Regenten von Uruk. Gilgamesch und der Tod erzählt, wie Gilgamesch stirbt und in der Mitte des Euphrats sein Grab erbaut wird und wie er mit seinem Gefolge in das Grab eingeht. Sie schlossen den Euphrat ein und leerten das Wasser aus. Die Kiesel staunten angesichts des Sonnengottes. Im Bett des Euphrat brach die trockene Erde. Er baute ein Grab aus Stein. Er baute die Wände aus Stein, Riegel und Türschwelle aus härtestem Diorit, die Balken mit purem Gold beschlagen. Gefolgegräber kennen Archäologen von vielen Kulturen und aus unterschiedlichen Epochen. Vielleicht gilt dies auch für den Bestattungsritus, der in Uruk zelebriert wurde. Noch aber gibt es dafür keinen wissenschaftlichen Nachweis. Leonard Woolley entdeckte im nahen Ur Gefolgegräber. Wohin das Auge blickte, kostbare Beigaben aus Gold als Ausstattung für das Jenseits. Schon bald war klar, die Herrscher hatten ihren gesamten Hofstaat mit in den Tod genommen. Bis zu 70 Skelette reihten sich fein säuberlich nebeneinander. Noch jetzt zeigt die Körperhaltung, dass die Menschen nicht gewaltsam starben. Vermutlich setzten sie durch Gift ihrem Leben freiwillig ein Ende. Womöglich kannten die Könige von Ur die Geschichte vom Tod des Gilgamesch und übernahmen die Tradition. Sollte sich herausstellen, dass der Lehmziegelbau im alten Flusslauf von Uruk für Gilgamesch bestimmt war, könnte sich das Rätsel um den Herrscher endlich lösen. Gäbe es da nicht ein topografisches Problem? Nach seiner Kanalisierung war der Euphrat nicht mehr so breit wie zuvor. Das Gebäude könnte also nicht im Fluss, sondern direkt daneben gestanden haben. Das Magnetogramm aber sagt nur aus, dass etwas im Boden liegt. Wann es dorthin gelangte, verraten die Messungen nicht. Das Grab des Gilgamesch dort zu identifizieren, wäre natürlich eine Sensation. Man müsste zunächst mal nachweisen, dass es wirklich Gräber sind. Das muss man dann ausgraben. Letztlich können nur weitere Ausgrabungen die ungeklärten Fragen von Uruk beantworten. Auch das Rätsel um das neu entdeckte Lehmziegelhaus. Beduinen bewachen die Ruinen der Stadt, solange die Wirren des Krieges im Irak andauern. Für die Wissenschaftler eine Zeit des Wartens mit ungewissem Ausgang für das Vermächtnis von Gilgamesch. Wir sind von diesem Helden gefesselt. Wir sehen, wie er an den Aufgaben wächst und wie er versagt, wenn es schwierig wird. Wir sehen auch, wie er mit sich ins Reine kommt. Er ist ein Vorbild, weil er so menschlich reagiert und uns den Spiegel vorhält. Über Jahrtausende diente das Epos als Vorlage zum Erlernen der Keilschrift. Kopien der spannenden Geschichte kursierten in Syrien, Palästina und der heutigen Türkei. Die Legende vom geläuterten König, über viele Generationen ein Lehrstück. Erst als andere Buchstabensysteme die Studierstuben eroberten, geriet der Bestseller des alten Orients allmählich in Vergessenheit. Die Motive aber fließen in spätere Werke der Weltliteratur ein, in die Bibel, in Homers Ilias und in die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Als König bleibt Gilgamesch vorerst ein Phantom, doch als Held, der nicht sterben wollte, erlangte er Unsterblichkeit.